Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Total War Warhammer 2. Wir werden wie angekündigt Tyrion angreifen. Und hoffen, dass wir ihn tot kriegen. So einfach ist das. Ausgeglichen, weil er hier noch 1 Million andere Scheiße hat. Ach. Wir müssen in die Belagerung rein. Wir können aber aufgrund unserer guten Artillerie ihn eigentlich komplett zerballern. Und dann müssen wir hochkraxeln. Oder wir belagern ihn einfach. Wir belagern ihn. Wir müssen ihn... Oh mein Gott. 15 Runden belagern. Ich will meine Garnison wieder haben. Achso, halt. Lagerung fortsetzen. Den kleinen Scheißer belagern wir jetzt. Da hinten würde ich ganz gerne mal irgendwann zeitnah jetzt angreifen. Um den Sack hier zuzumachen. Um die öffentliche Ordnung hier ein bisschen voranzutreiben. Holen wir uns das ja auch noch, oder? Können wir noch nicht. So. Okay. Das Ding gehört ja jetzt auch erstmal mir. Was wollen wir da bauen? Ordnung läuft ja schon mal nicht so gut. Aber Einkommen brauchen wir, also das Ding bauen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Er geht wieder zurück. Ich hoffe, er versagt. Er will mir gerade die Technologie stehlen, der Hund. Wie sieht denn aus? Wie sieht denn S aus? Okay, ach so, sein Held. Okay, er brennt hier auch ganz schön, der Kumpel. Ich bräuchte echt noch einen Verbündeten. Das wäre doch zu schön, oder? Wir kämpfen uns einfach gegen die Elfen in den Arschwund. Ein Meer voller Gelegenheiten. Die Option ermöglichen. Eine Mission. Mittlere Belohnung. Ja, die Frage ist, die Option ermöglicht eine Mission mit niedriger Belohnung. Die Option ermöglicht eine mit hoher Belohnung. Immer mittlerer, oder? Sklavenräuber der Dunkelelfen. Bretonische Kaufleute. Nordseeplünderer, niedrige Belohnung. Nehmen wir das ja. Fraktion vernichtet. Die Armee von Franziskus müssen wir auf jeden Fall töten. Gibt's 5000 Scheine. Ja. Ich muss ja erstmal hier mich um andere Menschen kümmern. Die mir auf den Sack gehen. Muss noch ein bisschen warten. Dass ich den kaputt schlagen kann. Ich werde aber. Mensch. Ich werde aber währenddessen. Seine Armee etwas vergrößern und einfach mit dazukommen. Admiral of the Fleet. No prey, no pay. March, you dead girls. Und dann versuchen wir es vielleicht einfach. Ich habe nämlich keinen Bock, da 1 Million Stunden. The sea brings
auszuprobieren. Okay, was haben wir? Armeen schlagen sich besser im Kampf. Sogar Schadenrüstung, ja. Brauchen wir auch unbedingt jetzt. Ich weiß nicht genau, wo die Bretonen waren. Die waren irgendwo. Jetzt die Vampirküste, aber hier sind doch irgendwo Bretonen gewesen, oder? Wo habe ich denn die Bretonen gesehen? Hier unten? Hier waren die irgendwo, oder? Die Bretonen. Piratenbucht. Na komm, wir probieren es mal hier. Vergessen. Okay. Wir holen ihn noch ran, dann greifen wir ihn an. Mit einer Unterzahl werden wir das Ganze versuchen. Aber ist auch nicht schlimm. Weil ich will diese Hochelfen endlich hier weg haben. Tyrion besiegen. Jetzt geht's in das nächste Ding rein. Die geht mir einfach noch auf den Sack. Noch eine Stadt der Hochelfen und dann ist das Ding hier unser. Habe ich die Schnauze voll. Dann habe ich die Nase gestrichen voll. Was hat er eigentlich gefunden? Wahrscheinlich gar nichts. Okay, er hat auch nur 4 Einheitentypen dabei. Nur Dinos, ey. Wie soll ich denn die nachher schlagen? Brauche ich nur Hellebardenträger. Ja, nur so riesen Viecher da mit sich schleppt. Cheesy Taktik hier. Was ist mit ihm nicht ganz richtig? Ist ja so, als wenn ich mir auch nur Leviathara erstelle. Ich bin noch am Überlegen. Titus, der den Rums ausgeführt. Der Engel von Lothern ist doch das Ding hier, oder? Nee. Was denn? Na, ist egal. Scheiß drauf. Eaten. Eine Queen Best zu rekrutieren. Warum kann er sich alles kaufen und der andere theoretisch nicht? Pass auf. Das machen wir jetzt hier im Hardcore-Tausch. Er gibt ihm jetzt hier mal ein paar Sachen. Das, das und das. Und das ist noch nicht so gut. So. 3 Dinger. Und dann nehmen wir ihn. Und kaufen uns doch noch ein bisschen krassen Stuff, Leute. Jetzt haben wir natürlich auch nur kaum noch Kohle, ey. Oh, noch eine Kanone? Oh, jetzt haben wir so geiles Zeug hier. Und keine Kohle mehr. Super. Die waren doch stärker, als ich dachte. Aber die sind halt auch richtig geil. Komm, wir nehmen die. Wir haben das Ding zum Hochklettern fertig. Ich glaube, ein Spielzug warten wir noch. Da brauchen wir jetzt keinen Stress machen. So. Diesen einen Spielzug haben wir noch. Ich wollte aber eine Macbeth haben. Warte mal. Dass ich das jetzt verpasst habe. Nachher kann ich mal wechseln, weil er in der Besetzung ist. Ja, was hast du hier? Was willst du da? Wir haben kein Geld. Wir sind pleite. Achso, wir haben da fast eine Plünderung bevorstehend. Oh, ich sag euch, hier ist was los.
Technologie stehlen schon wieder. Ich muss die endlich fertig machen. Jetzt hilft alles nichts. Na gut. Jetzt brauchen wir uns alles gar nicht angucken. Kostet nur kostbare, wertvolle Zeit. Ein paar sind schon stärker als wir. Oh ja, oh ja. Einige sind schon stärker als wir. Und ich kenne, oh, aber wirklich viele. Wir brauchen unbedingt Verbündete. Ich sage, wir kommen ja vielleicht noch gut voran. Wir sind ja kurz davor, zwei komplette Gebiete einzunehmen, weil wir ja immer hin und her tingeln müssen. Oh, ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Ey, diese Rebellen. Das ist doch echt unglaublich. Was denn da? Bogenschützen, Bogenschützen. Ich habe keinen Bock, das zu führen. Ja, GZ, du Lappen, ey. Boah, es ist echt so anstrengend dort. Bildung verloren, Loyalität. La Pompeng. So. Minions, Mörder! Haben wir ein bisschen Geld? Nee, haben wir nicht. Wir greifen an. Schaffen wir das in der Folge? Ja. Ja, in der Belagerung Elfen mit 1 Million Bogenschützen und so anzugreifen, ist halt echt scheiße. Andererseits, was soll's, wir wollen Tyrions Kopf. Wir wollen seinen Kopf. Wahrscheinlich sind auch alle Kanonen besetzt jetzt. Hallo, Tern hat gar nichts, ey. 300 noch was nur. Aber die Türme reißen es halt gut raus, weil wir haben ganz gut Artillerie dabei. Vielleicht hätte ich doch noch ein Ding kaufen sollen. Wir wissen, wie viele Türme besetzt sind. Vielleicht konzentrieren wir uns auch auf eine Seite komplett. Ich glaube, das machen wir auch. Zerschießen das Ding einfach nur mit der Artillerie. Türme durch und gewinnen. Oder wir machen Hau-Druff-Taktik. Rennen mit allem los, was wir haben. Nicht so einfach, die Entscheidung. Was halt total nervt ist, dass die ganze Zeit diese Hochelfen-Rebellen unterwegs sind. Und immer wenn ich wieder irgendwas geil gemacht habe, kommen die Typen und snacken mir wieder was weg. Das ist einfach nervig. Warum sehe ich seine verdammte Aufstellung nicht? So, die andere Seite. Gier steht ja doch komplett auf der anderen Seite, oder? Ach, die Unterstützung muss erst noch einlaufen. Ach, super. Na super. Okay. Haben wir alle Range? Alle außer... Ich glaube... So wie es aussieht. Und er wahrscheinlich auch nicht so ganz. Den kann ich aber ordentlich heilen. Stelle ich den General daneben. Rambok kommt nach vorne, der Rambok kommt nach vorne. Genau wie das Ding. Das Ding. Ah, ich habe echt Schiss, die armen kleinen Scheißer da hochzuschicken, aber es muss wohl getan werden. Können auf jeden Fall nicht hochklettern. Müssen dann durchs offene Tor stürmen. Auch nicht verstecken. Scheiße.
damit hochrennen, Jungs. So, halt, scheiße, nee, die sind ja hier in dem. Nein, das war nicht geplant. So, ach komm, scheiß drauf. Wir legen jetzt los. Zwei Türme nur besetzt. Kümmern wir uns erstmal nur um die Türme. Drei Türme besetzt vorne. Das sollten wir eigentlich ganz gut durchstehen. Ach komm, die lassen wir auch schon ran. Ach, was soll's? Wir machen jetzt hier Action. Wir wollen Spaß haben, Leute. Alles, was geht, hoch da. Meine teuren Einheiten werden jetzt zerrumst, ey. Das heißt doch, Jungs, dass ihr auch mitmachen müsst. Oh, komm schon. Kompletter Fokusfeuer da in der Mitte, ey. Ist das scheiße. Gegen Elfen sowas zu machen, ist halt echt räudig. Wo bleibt er denn? Eine Bitte. Das hier durchziehen. Boah, ich hoffe, die kommen durch. Mein General. Heilen. Ihr macht das Tor auf hier und ihr geht jetzt mal ein bisschen schnetzeln, Freunde. Zerschießt sie, die fliehen doch gleich. Und gleich die nächste Heilung ab. Noch die hier hochschicken? Ja, aber wir können die hochschicken. Eigentlich in meiner Verstärkung. Ja, Leute, ihr dürft alle mitspielen. Ihr dürft alle mitspielen, versprochen. Müsst noch kommen. Team 2 macht sich schon mal bereit. Tür ist auf. Los geht's. Tür ist aufgesprengt. Jetzt geht's ab, Freunde. Ist da. Wow, das Ding hat auf jeden Fall gesessen. So, ihr dummen Dämel. Macht mal irgendwas. Hier, mein Trupp. Jungs. Wir brauchen euch hier vorne. Ist aber klar. Wir stellen die jetzt mal hier hin. Kommt mal alle rein da. Und noch ein bisschen was vor heute. Instructions.
Na, das hat sich auch noch was hingestellt. Gehen die echt da oben rüber? Okay, die kriegen erstmal eine kleine Welle ins Gesicht. Zauberst du nicht, Digga? Die oben nicht zaubern oder was? Oh, nice. Warum geht dieser kleine Drecksack hier nicht drauf? Alles drauf da. Geh Fratzen, geh Baller, bitte schön. Einmal bitte schön, Fratzen, geh Baller. Ey, steht ihr hier rum? Ist euer Ernst? Hier sind wir auch fett am Metzeln. Ihr geht mal jetzt hier in die Mitte und holt schon mal den Sieg. Danke. Ich könnte hier hochgehen. Holt euch, was nicht nied- und nagelfest ist. Und den General haben wir doch auch gleich. So, die haben auch ihre Aufgabe erledigt. Die sind noch am Hochklettern hier. Statt ihr den Weg nimmt, Jungs. Ja, viel schneller. Müsst ihr euch nicht über die Leiter hochquälen. Okay, die wollen es nochmal wissen. Vielleicht können wir dran vorbeilaufen. Und dann angreifen. Dann haben wir sie schneller gebrochen. Alter, was ist das? Ach, ist Tyrion, ne? Ich wollte gerade sagen, welcher General hält denn bitte so lange durch, aber. Ja. Bis da, ich bin OP. Oh, ich will meine Hunde nicht verlieren. Geht mal mit dahin. Ihr könnt nachher noch ein bisschen an Tyrion knabbern. So, ihr könnt alle mal jetzt hier ein bisschen was machen. Holt euch die Mitte. Das ist unser Ziel. Aber vorher will ich Tyrion töten. Wo sind meine Hunde? Alles, was schnell ist. Auch auf Tyrion. Auch auf Tyrion. Dass sie nicht durchkommen. Tyrion muss sterben. Ich verlange nicht viel. Aber das definitiv. Nein. Nein. Er kommt nicht schon wieder weg. Das sind die Hunde. Tut mir leid, Leute, aber das muss ich mir geben. Ich will, dass er stirbt mal wieder. Tyrion muss einfach nochmal drauf gehen. Ihr dürft auch nochmal. Ihr dürft alle. Haltet euch nicht zurück. Es ist Tyrion.
Auch du darfst ein bisschen von Tyrion haben. Kriegt alle ein Stückchen Tyrion ab. Ja, die Belagerung haben wir eigentlich ganz gut gemacht, würde ich sagen. Na, guckt euch das an, wie lange er überlebt. Wir haben auf Schnelldurchlauf, ne? Und Tyrion lebt einfach immer noch. Guckt mal an, was hier steht. Aber eins ist gewiss, er kommt hier nicht raus. Guckt euch das an, Leute. Tyrion in Bedrängnis. Da steht er mit seinem schönen Schwert. Und wir hauen auf ihn ein und wir hauen auf ihn ein. Und er steht immer noch und er steht immer noch. Es kann doch nicht wahr sein. 148 Leben, trifft ihn denn keiner? Ist ja nicht tödbar, oder was? 70 Leben, oh, es hat immer wieder einer getroffen. Nächstes Mal ein General muss ich noch treffen, oder? Scheiße, ist er jetzt gestorben oder hat er es jetzt echt mit 70 Leben überlebt? Ey, wirklich, das ist... Nein, er scheint tot zu sein. Oder der Pfütze ist so dünn, weil er noch ein Leben oder so hat, dass man es jetzt nicht sieht. Aber ich glaube, wir haben Tyrion jetzt endlich gekillt. Mal wieder, mal wieder. Ich freue mich jetzt auch gar nicht so sehr, weil Tyrion ja immer mal wieder überlebt. Aber wir haben keine einzige Einheit von Graf Noctilus verloren. Das ist auf jeden Fall meine Hausnummer. Im Angriff gegen eine Bastion. Das ist auf jeden Fall gut. Wir haben natürlich herbe Verluste insgesamt hingenommen. Von, naja, so ziemlich genau 1000, also 999. Und er hat sogar mehr Verluste. Er hat sogar mehr Verluste. Nur knapp, aber er hat mehr. Aber er war in der Verteidigung. Und er spielt Elfen. Und keine nackigen Zombies. Haben wir uns hart erkämpft, das Ding. Das haben wir uns richtig hart erkämpft. Wir müssen aber seine Armee jetzt den Gar ausmachen. Letztendlich, schlussendlich, den müssen wir jetzt nochmal ganz, ganz hart geben. Er hat ja auch immer noch ein bisschen was am Start. Wobei, das können wir den Computer führen lassen, weil eigentlich hat er nichts. Eigentlich hat er nichts. Den Computer das Gefecht führen lassen. Damit seine komplette Streitmacht vernichtet. Dann wieder auf den Marsch Richtung Elfenhochburgen. Dort jetzt endlich mal Lothären komplett vernichten. Ja, wir müssen, glaube ich, einfach auch ein bisschen mehr Verteidigung in die Bars, in die Base bauen, in die Basen bauen, weil ich kann nicht ständig meine Generäle abziehen und dann dahin bringen. Und ich brauche einfach dicke, fette Kohle. Vielleicht, ich überlege, ob wir Lothären auch wirklich vernichten. Wir haben jetzt da zwar so ein Händlerding, aber ob es sich so sehr lohnt, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir brauchen Hauptstädte. Wir brauchen viele, viele Hauptstädte. Was mich gewundert hat, warum konnte ich jetzt dort so viel geilen Stuff kaufen? Hat sich das einfach angesammelt, weil dort meine Burg ist? Ich weiß es wirklich nicht. Aber das Ding ist auch so hart umkämpft und diese ganzen Elfen, Elfenrebellen, die kommen ja die ganze Zeit, die schießen ja einfach aus dem Boden. Man sieht sie gar nicht, bupp, steht auf einmal so eine Armee vor der Tür. So, okay, alles klar. Das ist halt echt nervig und, es stört, weil wir kommen nicht dazu, unser Ding hier zu machen. Das ist halt das Problem. That is the problem we have. I swear. Ich bin ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass wir deutlich mehr Leute verlieren. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ja? Und die Sachen da zerschossen, die ganzen Typen da oben zerballert mit der Artillerie, das hat auf jeden Fall ganz schön gesessen. Der Mörser war diesmal relativ stark mit 116 Kills. Knapper Sieg war es nur. Alles ist tot. Okay. Verbleibend 0. Spoils of war to me. Das lobe ich mir definitiv. Wir kriegen zwar fast gar nichts. Oh, das könnte sich aber lohnen. Ausrauben und 9%. Danach besetzen. Die 9% will ich haben. Deswegen mache ich es.
Das reicht doch, wenn er das macht. Egal. Kann gar nicht. Nicht unternehmen, doch. Ach, jetzt kann er auch laufen. WTF. Ruthless. Ich würde gerne durchtauschen. Er kann jetzt auch sich geile Sachen kaufen, aber wir haben zu wenig Geld bekommen. Aber eine Kanone würde ihm auf jeden Fall gut tun in seinem Team. Ist auch gar nicht so teuer. Und das hier würde ihm gut tun. Komm, wir gönnen ihm auch mal ein bisschen was. Dann ist er nämlich auch schon in der Lage, die ein oder andere Schlacht auf jeden Fall zu führen. Ne, wir gehen hier hin. Vielleicht kriegen wir ihn noch auf 20. So, dass wir, kann ich jetzt immer noch die ganzen geilen Sachen kaufen? Ja, tatsächlich. Vielleicht, oh, wir haben Minus. Verdammt. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Können wir nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen drinnen hocken. Puh, was hat das eigentlich alles kaputt gemacht? Oh mein Gott. This isn't the God's victory. It's mine. Serve for eternity. So, dann gucken wir gleich mal, was da hinten los ist. So. Wir wollten mal die Küste einfach abfahren. Oh ne, erstmal hier. Vielleicht kriegen wir was Schönes. Ach, während des Ausgucks. Wir machen leider wieder nur das. 1500, die können wir jetzt sehr gut gebrauchen gerade. Und gehen in die Richtung hier. Oh, 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 da war Verletzungsgefahr. Dann gehen wir außen rum. Können wir gar nicht so. Okay, nee, dann machen wir das anders. Nee. Wollen keinen Schaden kriegen. So. Oh mein Gott, wir sind schon wieder durch mit dem Part. Das geht ab. Was holen wir ihm denn? Er ist wirklich saustark jetzt schon. Wir wollen aber die Truppen noch stärker machen. Artillerie. Ja. Mehr Munition. Ist auch krass. Den will ich gar nicht noch weiter buffen. Wir werden erstmal unseren Mörser und die Waffen buffen. Mit mehr Munition. Dann können die wirklich durchballern. Ja, und damit sind wir auch schon wieder zu Ende. Wir sind durch mit dem Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Und wenn ihr Geld sparen wollt, klickt auf den MMOGA-Link in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Fürscreen. Bye, bye.